Die Bundesnetzagentur vor Ort. Wir besuchten dieses Jahr die Städte Düsseldorf, Oldenburg, Lübeck, Würzburg, Kassel und Magdeburg, um deutschlandweit über den Ausbau des Stromnetzes zu informieren, offene Fragen zu beantworten und gemeinsam zu diskutieren. So bieten wir den Bürgern die Chance, sich aktiv am Prozess zu beteiligen. Ja, sie sollten das Netz mal richtig ausbauen. Das ist das, ne? Dann wird doch der Strom überall hinkommen, wo der hin soll. Ja, aber warum muss dann Deutschland der Vorreiter sein? Für gesünderen Strom würde ich manchen Kompromiss eingehen. Unsere Veranstaltung in Düsseldorf drehte sich um die technischen Aspekte des Netzausbaus, seine Folgen für die Umwelt und das Mitspracherecht der Öffentlichkeit. Mein Name ist Jochen Hohmann, ich bin der Präsident der Bundesnetzagentur. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Regulierung, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern auch mit Netzausbau, mit Winterreserven, Kraftwerksvorsorge, Markttransparenzfragen und viel mehr. Also sind einer der Player, wie ich dann gelegentlich sage, im Maschinenraum der Energiewende. Wir sollten die Kleinstaaterei bei der Gestaltung der Energiewende hinter uns lassen und möglichst auf gemeinsame Projekte mit gemeinsamen Verantwortlichkeiten setzen. Also die Bundesnetzagentur führt diese Art von Veranstaltungen durch, weil die Netzagentur eine große Verantwortung übergeben bekommen hat von der Politik, nämlich die Zuständigkeit für bestimmte Netzausbauprojekte. Und das nehmen wir sehr ernst und sind daran sehr interessiert, von Anfang an mit dem Bürger im Gespräch zu sein über Bedarf von Ausbau, über die Art, wie Ausbau stattfindet, wie Planungen stattfindet. Das ist ein ganz wichtiges Element auch von Bürgerbeteiligung für uns. Generell die Frage, wie wird... Die Teilnehmer stellten Fragen zur Wirtschaftlichkeit des Netzausbaus, der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und seinen Auswirkungen auf Mensch und Natur. Die strategische Umweltprüfung ist eine Art Frühwarnsystem, dass man schon auf der Ebene der Planung von großen Infrastrukturvorhaben zum Beispiel erkennen kann, welche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt die haben kann. Von der Bundesnetzagentur wünschen wir uns wirklich eine offene Kommunikation mit allen Betroffenen und Beteiligten, die darauf basiert, dass wirklich das Bestmögliche für das Schutzgut Mensch und Natur berücksichtigt wird. Was ich gut finde, ist, dass die Bundesnetzagentur jedes Jahr überprüft, ob der Netzausbau noch sinnvoll ist. Wir wünschen uns von der Bundesnetzagentur, dass wir im Prinzip einen neutralen Ansprechpartner finden, der im Prinzip zwischen den Interessen Amprion auf der einen Seite und den Bürgern auf der anderen Seite eigentlich mal vermitteln kann und was die Auswahl von Alternativstandorten angeht. Ich komme aus Meerbusch, bin aber politisch aktiv und bin natürlich dementsprechend auch betroffen von der Diskussion über den Konvertor-Standort. Es ist ja so, dass wir als Bürger einfach die Sorge haben, dass die vier Netzbetreiber uns über den Tisch ziehen. Ich finde es sehr spannend, dass hier so viele unterschiedliche Interessenvertreter und tatsächlich auch Betroffene zusammenkommen können. Und ich glaube, dass solche Veranstaltungen wichtig sind, weil wir ein sehr großes, generationenübergreifendes Projekt vorantreiben wollen. Und dafür ist es wichtig, unterschiedliche Akteure an den Tisch zu holen. Deswegen bin ich froh und dankbar, dass es solche Veranstaltungen gibt. Die Veranstaltung heute hat uns gezeigt, dass wir nach wie vor Grundlagen erklären müssen, was wir tun, warum wir es tun. Die Kernbotschaft aus den Informationsveranstaltungen ist, dass wir sie nochmal und weiter und immer wieder machen müssen, damit die Notwendigkeit des Leitungsausbaus tatsächlich alle Betroffenen erreicht.